Liebe Zuschauer, willkommen zu einer halben Stunde unter vier Augen mit Florian Schröder. Herzlich willkommen. Ein guter, junger Bekannter, eben noch auf der Bühne von Ottis Schlachthof zu sehen, als Comedian, als Kabarettist und als Großmeister der Parodie. Danke, dass du da bist. Ja, freue mich sehr. Otti ist Kult. Ja. Ist er das für dich? Was ist er für dich? Na, ein Kabarettist, der es geschafft hat, wie wenige andere, den Bogen zu schlagen von Schauspielerei, von Krimi bis hin zu politischem Kabarett. Und das finde ich schon toll. Er ist so ein Grenzgänger und darauf stehe ich ja. Das finde ich ja immer toll, wenn Leute nicht nur so in irgendeiner Nische versacken und sagen, ja, ich bin politischer Kabarettist und das war's, sondern wenn man wie er eben sagt, ich gucke über den Tellerrand. Und er hat seine große Popularität natürlich auch dieser Serie zu verdanken, war aber schon vorher, damals noch im Kleinkunstkeller, ein sehr, sehr angesehener, in der Kabarettszene angesehener Kabarettist. Damit hast du nicht beantwortet, was er für dich ist. ein sehr netter Kollege, einer der schlauesten und intelligentesten und belesensten, die wir haben. Also mit dem kann man wirklich von Literatur bis hin zu Comedy alles diskutieren. Das finde ich schon beeindruckend. Habe ich das jetzt beantwortet? Oder fehlt mir ja, schon. Also ob er für dich Kult ist, hast du damit im Grunde schon gesagt. Habe ich jetzt schon gesagt. Ja. Wäre jetzt platt gewesen zu sagen, ja, ich liege auf dem Boden und so. Und wenn wir uns treffen, ich bin so aufgeregt und so. Das hätte man mir auch jetzt nicht geglaubt. Das habe ich gedacht, da mache ich es ein bisschen eleganter. Und wenn ich den Florian schon hier habe, muss ich natürlich gleich über Parodie reden. Ja. Was ist denn im Augenblick die erfolgreichste Parodie? Also im Moment aufgrund der aktuellen Themenlage doch Westerwelle. Also das ist einfach, er bietet es ja nun wirklich für eine Parodie perfekt an, weil er bietet es inhaltlich an, indem er gerne auch mal Geschäftspartner auf Reisen schickt. Er bietet es mit seinen Spenden an und den Mövenpick. Er bietet es in der Stimmlage an, in der Figur. Das würde mich jetzt interessieren. Das ist schon Wahnsinn. Also das ist einmalig. Das ist einmalig, wenn er immer so ruft und man immer denkt, ja, Guido, wir haben es jetzt auch verstanden. Ja, und das ist so anstrengend. Unser Tonmann hat jetzt einen Schock gekriegt. Der bricht jetzt zusammen. Es bricht das Studio zusammen, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt nichts mehr hören am Fernseher, es liegt nicht an Ihrem Fernseher, es liegt eindeutig an Guido. Okay. Aber das ist Wahnsinn. Du studierst deine Opfer auch ein bisschen psychologisch. Natürlich, ja klar. Sonst verkommt Parodie so zur Technik. Ne? Und es geht ja nicht darum zu sagen, guck mal, wen ich alles kann. Ne? Sondern Parodie ist für mich ein Mittel zum Zweck, weil man damit über bestimmte Figuren und über bestimmte Zusammenhänge, über bestimmte Themen etwas aussagen kann. Und ich kann es anders tun, wenn ich eben in eine Figur hineinschlüpfe, als wenn ich nur von außen über sie rede. Aber ich muss mich der Figur wirklich nähern wie einem Menschen. Ich muss sie kennenlernen. Ist jetzt so ein blöder Sozialpädagogenbegriff, aber ich muss sie ganzheitlich kennenlernen. Aber es ist wirklich so. Und wer ist dir da so besonders ganzheitlich schwer gefallen? Schwer fällt mir eigentlich fast keiner, weil ich sage immer, die Figuren kommen zu mir, nicht ich zu den Figuren. Das heißt, ich sehe die, es fällt mir irgendwas auf und dann klappt es auch. Und dann verinnerliche ich das, dann recherchiere ich noch, dann gehe ich damit auf die Bühne mit meinem Programm, du willst es doch auch, da probiere ich die Figuren aus und dann sehe ich, was funktioniert und dann sozusagen das Feintuning, die feine Arbeit findet dann in der Auseinandersetzung mit dem Publikum statt. Und dann merke ich genau anhand der Reaktion des Publikums, da muss ich noch verbessern, das kann ich noch machen und dann wird's gut. Und da ist im Augenblick Merkel unheimlich erfolgreich von Gutenberg. Ja. Finde ich toll, ist ja nicht einfach. Ja, natürlich. Ja, Köhler ist auch nicht einfach, gehört ja auch zu dir. Köhler ist ganz wichtig, ist eine ganz entscheidende Figur unserer Zeit. Man hört nicht so viel, nur einmal im Jahr zur Weihnachtsansprache wird er aus dem Keller von Schloss Bellevue rausgelassen. Man sieht es auch immer an diesem Blick. Ah, Tageslicht. Und dann denkt man immer, guck, jetzt darf er wieder was sagen. Ja, das ist ja auch der Reiz. Also ich versuche schon in der Parodie Figuren mir vorzunehmen, die jetzt nicht jeder gemacht hat. Also Lindenberg und Kohl und so, das muss man jetzt nicht machen. Das kennen wir alle, das wissen wir, dass es funktioniert. Aber mich reizen dann doch mehr die Figuren, die jetzt nicht jeden Tag überall rauf und runter parodiert werden. Und an allem ist dein Sportlehrer schuld. Herr Schröder hat Herrn Sportlehrer parodiert. Es ist ziemlich lange her. Sehr lange. Und würdest du uns
das nochmal vormachen können oder ist das zu lange her? Nee, was verschwindet ja nie. Ich kann dir, wenn man das einmal, wenn man die Figuren einmal hat, dann hat man sie und die sind alle geparkt, wie man so schön sagt. Und die Sportlehrer, ja, das war so ein Typ, ich komme ja aus Südbaden und die Sportlehrer, das war so ein Typ, die haben immer so gesprochen. Und es war bei uns an der Schule so, dass ich war schlecht in Sport. Ich war sehr schlecht in Sport und ich war eines seiner Opfer, weil ich auch keine Lust hatte, mich anzustrengen. Das muss ich auch zugeben. Und dann habe ich aber gedacht, du musst aus deinen Schwächen Stärken machen, wie so oft im Leben. Und dann habe ich ihn einmal gehört, wie er im Fahrradkeller immer stand. Und man durfte in den Fahrradkeller nicht reinfahren, weil das ging um so eine Kurve rum und die Gefahr war groß. Wenn man da reinfährt, läuft einer entgegen, schon fährt man den um. Und er war so ein Wächter. Er hat auch immer sich das Klassenzimmer so an den Fahrradkeller machen lassen, also sich das Klassenzimmer geben lassen, das so nah am Fahrradkeller war, dass er sozusagen immer gucken konnte und sehen konnte, was im Fahrradkeller passiert. Und dann hat er immer das Fenster aufgerissen und immer gerufen, hey, absteigen! Dann habe ich das irgendwann parodistisch übertrieben, bin in den Fahrradkeller gegangen, habe mich hinten in die Ecke gestellt und habe einfach in den vollen Fahrradkeller nach der Schule mittags um 12 reingerufen, in 5 Minuten seid ihr alle draußen und wer nicht, schreibt die Hausordnung ab. Ne, weil wir hatten so eine endlose Hausordnung von 7, 8 Seiten und der Fahrradkeller war so schnell leer wie nie zuvor. Und von da an wusste ich, das kannst du ausbauen. Es hat dir ja sehr geholfen, was dein Selbstbewusstsein betrifft. Ja. Denn das ist ja kein Geheimnis, du erzählst ja auch drüber, du warst ein richtig dickes Kind. Ja, das stimmt. Wie sah es in dem dicken Kind aus? Eigentlich sehr schüchtern, ne? Ja, absolut. Ich war komplett, ich kam nicht an Mädels ran, ich war ein schüchterner Typ. Ich war in der Schule bedingt gut, also ich war sehr stark in allem, was mit Sprachen zu tun hatte, was mit Geschichte zu tun hatte und so. Und das hat mich auch sehr interessiert. Ich war schlecht in Mathe, also ich war sehr schlecht in Sport. Ich war kein überdurchschnittlicher Schüler und man muss ja irgendwie auch versuchen, sich dann zu positionieren. Und das macht man ja in der Pubertät, entweder indem man wirklich gut ist in der Schule oder indem man toll ist in Sport oder irgendwie toll aussieht. Ich hatte all das nicht zu bieten. Also musste ich mir eine Strategie überlegen, wie ich aus dieser Schüchternheitsrolle rauskam. Und ich war wirklich ganz klassisch der Underdog, so in der Klasse, weil man dann auch spürte, ich war sehr unkörperlich, ich hatte überhaupt kein Verhältnis zu meinem Körper. Also auch sehr lange nicht. Wie kam das? Ja, es war einfach nicht, ich weiß es nicht so. Hat dir keiner beigebracht? Ja, war nicht so gelernt. Ich war halt nicht gut in Sport, ich konnte nicht tanzen, ich konnte mich nicht bewegen. Deine Mutter war ja immer weg, ne? Die war doch berufstätig und alleinerziehend. Und ich glaube, es liegt auch daran, ich bin ja körperlich sehr groß, was man jetzt so bei 16 zu 9 im Fernsehen nicht sieht, weil 16 zu 9 macht einen immer klein und breit. Ich bin 1,93 groß und man wächst ja dann sehr schnell und man sagt ja immer, bei Leuten, die sehr schnell wachsen, die haben dann häufig Probleme in der Motorik, der Geschwindigkeit des Wachstums hinterherzukommen. Und das war mein Problem auch, glaube ich. Einfach, ich bin da nicht mitgekommen. Ich bin dann ganz schnell wieder gewachsen und schon wieder so und so viel Zentimeter größer. Und da kam ich nicht mit. Und ich war einfach dann, das war keine Körperlichkeit, nichts. Und ich habe meinen Körper eigentlich verachtet. Also ich habe das später erst dann verstanden, als ich mit 18 Sartre gelesen habe. Und Jean-Paul Sartre sagt ja über sich, ich nehme meinen Körper nur mit Ekel wahr. Ne? Und so ging es mir eigentlich auch. Und ich habe auch dann einfach versucht, über lustig sein, also über etwas, was mit dem Kopf funktioniert, und über das Lesen von Texten und über Literatur mir versucht, so einen Zugang zur Welt zu erschaffen, der unabhängig war von meinem Körper. Hat natürlich nicht funktioniert. Mit 20 kam dann der große Knall, als ich dann auf die Bühne ging. Damals noch nicht professionell, aber ich ging auf die Bühne und ich fing dann an, mit einem Regisseur zusammenzuarbeiten, dem er sagte, Junge, du stehst auf einer Bühne. Du bist nicht nur hier da, sondern dein Körper ist dein Freund. Ne? Erlerne deinen Körper als deinen Freund anzuerkennen, der das, was du tust, unterstützt, der das stark macht, der das besser macht. Und dräng das nicht so weg. Und dann fing ich an, mich damit zu beschäftigen und dann wurde es auch besser. Aber ich war schüchtern, das war so. Und von wem hast du das jetzt gelernt? Du hast ja jetzt eine sehr professionelle Gestik und Mimik auf der Bühne. Ja. Gab es einen Lehrer? Ja, ich arbeite seit vielen Jahren mit einem Regisseur zusammen, dem ich da sehr viel zu tun habe. Ist das auch der, von dem du eben erzählt hast? Ja, genau. Ah, okay. Und der hat mir da sehr viel, der hat mir da sehr, sehr viel beigebracht. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, war, mit welchem Selbstbewusstsein, also sozusagen wie dein Namensvetter Schröder, ich will da rein, du wolltest unbedingt in die Medien. Schon als Schüler. Und du hast es geschafft, zu Harald Schmidt in die Sendung. Ja. Als dicker Junge. Ja, absolut. Und, also, aber nicht wegen des Dickseins. Hattest du keine Angst? Also ich meine, du warst schüchtern, du warst dick und du wusstest nicht,
wie du dich in deinem Körper bewegen sollst. Und dann sitzt du da bei Harald Schmidt? Ja, sagen wir so, das ist ja oft so widersprüchlich. Also das geht ja, die Widersprüche gehen ja oft einher. Ne? Ich glaube, dass jeder, der nach außen geht und einen Drang hat zur Selbstdarstellung, immer irgendwo auch eine schüchterne Seite braucht. Oder irgendwas braucht in sich, was nicht stimmt. Meistens sind es nicht die ganz glatten Personen, die da so durchkommen. Das wirkt dann am Ende im Ergebnis häufig so. Ah, dem ist das alles zugefallen und so. Aber das ist ja nicht so. Ich glaube, dass die Schüchternheit ganz wichtig ist und dass man einfach auch einen anderen Weltzugang braucht, um dann, oder ein anderes Weltverständnis oder Menschenverständnis braucht, das eben häufig aus einer bestimmten Form von Leiden auch entsteht. Ne? Ich will das Leiden jetzt gar nicht glorifizieren. Aber ein wirklich schüchterner Mensch schafft es nicht, so an diesen ganzen Stäben zu wackeln, um in die Medien zu kommen. Ich weiß nicht, du warst ja unglaublich. Du hast Anke Engelke angerufen bei SWR3. Du hast immer gesagt, die ganze Welt hat auf mich gewartet. Ja, natürlich. Aber ich glaube, dass das so ist. Ich glaube, dass das Selbstzweifel und Größenwahnsinn immer einhergehen. Und deswegen war ich immer auf der einen Seite total schüchtern, aber ich war immer überzeugt, ich will das schaffen. Ich hatte kein anderes Ziel. Ich wollte dahin. Und ich habe damals, Anke Engelke moderierte damals noch bei SWF3, meiner Radiowelle, die ich hörte. Und ich habe da angerufen, weil ich zum Radio wollte, zum Fernsehen, und ich habe die Hitparaden mitgeschrieben, ich wollte moderieren, ich habe Sendungen aufgenommen, abgehört, unter professionellen Gesichtspunkten, wie machen die das, was machen die, warum, und dann habe ich diese Kassette zu Harald Schmidt geschickt, zu Schmidteinander, und weil ich so mit 14 eben erste Schritte als Parodist machte und glaubte, da musst du rein. Das ist deine Sendung und da wirst du jetzt entdeckt. Und dann kam ich dahin und habe gedacht, danach geht's ganz groß los. Und dann stand ich da in meinem Pullover, von Mutti gekauft, sehr fürsorglich, aber damals modetechnisch jetzt nicht so auf der Höhe. Darf man auch von Müttern nicht erwarten. Aber so stand ich dann da und durfte dann 30 Sekunden Oma Scharif hieß sie bespaßen. Und dann war es nicht der ganz große Durchbruch, aber ich bekam ein Praktikum beim Regionalradio, beim Lokalradio in Freiburg. Und auch da ging ich hin mit der Überzeugung, Junge, du kommst, in 3 Wochen moderierst du da. Und das war natürlich nicht so. Stattdessen hat man mich 3 Jahre in die Fußgängerzone von Freiburg geschickt und Umfragen machen lassen. Also so eine journalistisch sehr gute Arbeit. Also das ist, man lernt da sehr viel, wenn man da hingeht. Aber weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Also für dich ist ganz klar, du sagst ja immer IMM. Ich wollte also irgendwas mit Medien machen. Ja. Ja? Und dann studierst du Philosophie. Das ist nun wirklich das Gegenteil. Na, nicht unbedingt. Also, ja, hättest doch Journalistenschule machen können, Schauspielschule. Ja, aber das wollte ich nicht. Also ich wollte ja in die Unterhaltung. Das war ja immer mein Ziel. Ich wollte Leute unterhalten. Ich wollte Leute möglichst intelligent unterhalten und hatte das Gefühl, dass das in der Schule schon ganz gut funktionierte. Und ich hatte dann phasenweise auch das Gefühl, ich muss jetzt Journalist werden und so. Aber eine Journalistenschule wollte ich nicht, weil ich war doch zu sehr Rampensau. Ne? Und ich wollte jetzt nicht unbedingt irgendwie im Hintergrund bei der Tagesschau sitzen und die Meldungen schreiben und Die Rampensau studiert Philosophie. Ja, natürlich, weil ich die Welt verstehen wollte, weil mir wichtig war, dass im Philosophiestudium habe ich das gelesen bei Hegel, den Gedanken, es sei nichts schlimmer als wenn der Künstler nicht mehr sei als sein Werk. Ne? Der gute Künstler ist das Subjekt des Künstlers. Der Künstler selbst ist immer mehr als nur die Vollendung dessen, was er im Werk erschafft. Es geht, muss immer etwas drüber hinausgehen, damit das, was er dann vollbringen will, wirklich gut wird. Merkt man das in deinen Programmen heute? Ja, da müssen Sie jetzt, da musst du die Zuschauer fragen. Das müssen die beurteilen. Na, aber das ist schon ich hoffe sehr. Gedanke, den du im Hinterkopf hast. Ja, natürlich. Und ich wollte eben etwas davon verstehen. Und ich wusste ja, im Gegensatz, ich sage ja immer, ich bin bekennendes Mitglied der Generation irgendwas mit Medien. Das bin ich auch. Es gibt bei mir natürlich ein bisschen Unterschied. Ich wusste immer sehr genau, was ich in diesen Medien will. Ne? Und dieses irgendwas mit Medien ist so eine Zustandsbeschreibung auch dieser Generation. Eine tragikomische Beschreibung der Generation der heute ja eigentlich 18- bis 49-Jährigen. Weil die Pubertät ja heute eigentlich, sind ja zur Pubertät verurteilt. Ne? Alles ist immer fraglich, alles kann sich ständig ändern. Und ist das ich selbst, für dich so?
Ja, natürlich auch. Natürlich schon. Aber was die Medien anging, war ich sehr sicher, wo ich hin wollte. Ich hatte dann Ziel. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Und dann hat mich aber ganz früh Philosophie interessiert und Literatur. Und dann habe ich gedacht, ich möchte das studieren. Ich möchte erstens die Erfahrung des Studierens machen und ich möchte zweitens Dinge verstehen, die nicht nur unmittelbar mit diesem Medienzirkus zu tun haben und mit dem, was man da macht. Ich war da begeistert. Das hat sich auch im Studium nicht geändert. Aber ich wollte so wie ein, bei Nietzsche heißt das so ein Refugium haben, ne? Ein Refugium vor den ganzen Tyrannen der Welt, ne? Einen Rückzug ins Innerliche. Das hast war du mir parallel wichtig. Damals auch Kabarett gemacht schon? Ja. Das heißt, du hast dann dein Hobby zum Beruf gemacht und dein Studium zum Hobby. Ja. Die Philosophie zum bis heute. Bis heute. Wie oft, wie intensiv beschäftigst du dich mit Philosophie? Im Moment wieder sehr viel. Wer ist übrigens der in der Tonne, der Philosoph Sophokles? Nee, das Tonne, das war doch, war das nicht? Oh, jetzt hast du mich erwischt. Also auf jeden Fall, du gehst immer mal in deine Tonne. Tonne war das, das war Diogenes. Absolut richtig. Boah, gerade noch die Ehre gerettet. Ein Segen haben wir jetzt geschafft. Wenn ich das jetzt nicht weiß, dann sagen hunderttausende Fernsehzuschauer, boah, was ein irgendwas mit Medienschwätzer. Will Philosophie studiert haben, aber weiß nicht mal, wer mehr in der Tonne ist. Also, du gehst immer mal in die Tonne. Ja, natürlich, ja. Das ist so, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass das für Unterhaltung ganz entscheidend ist. Bei Freundeskreis haben wir diesen schönen Song gemacht, ANNA. Ne? Und da kommt Anna, ne, von Freundeskreis, und da kommt die schöne Zeile, Tragik ist Komik, Komik ist Trage in Spiegelschrift. Ne? Das heißt, nur wer das Tragische versteht, ist bei Platon auch. Nur der gute Tragödienschreiber ist auch ein guter Komödienschreiber. Das heißt, wenn man das Tragische im Leben, in der Welt nicht wahrnimmt, kann man auch nicht lustig drüber reden. Du bist in Lörrach aufgewachsen, hast ganz lange in Freiburg gelebt, bist vor 3 Jahren nach Berlin gegangen, hast ein Riesenpensum jetzt mit Sendungen bei Dreisat, beim SWR, du hast immer noch dein Programm nebenbei und dann sitzt du in Berlin abends und liest. Stimmt das? Ich lese auch im Zug und ich lese auch tagsüber im Hotel, also nicht nur in Berlin. Nein, ich gehe in Berlin schon auch weg und nehme am Leben teil. Aber es stimmt tatsächlich, oft gehe ich abends, wenn ich zu Hause bin, ins Bett und lese noch ein, zwei Stunden. Aber das mache ich auch häufig nach dem Auftritt. Das ist wunderbar. Dann einfach gucke ich fern und wenn nichts kommt, was mich interessiert, dann lese ich irgendein Buch und lese ein philosophisches Buch. Karriere spielt ja und dein Job spielt für dich eine Riesenrolle. Ja. Du hast mal gesagt, 95% mein Leben ist das. Ja. Was ist in den anderen 5%? In den anderen 5% sind Bücher. Menschen, ich warte auf. Ja, die gibt es auch. Ja, natürlich. Welche Menschen? Ja, es gibt natürlich, ich habe Freunde. Ne, die und dann? Ich, ja, und Freundin? Mit denen verbringe ich Zeit. Ja, das ist natürlich. Ganz schwierig, mit dir über Privates zu reden. Ja, natürlich. Das ist schon so. Es gibt so einen geflügelten Satz von dir, der Privatmensch Schröder gibt keine Interviews. Wer hat denn dir das eingeflüstert? Die Menschen interessieren sich total dafür, ja, wer ja, du natürlich. Bist. Ja, natürlich. Ich bin privat wirklich ein ganz toller Typ. Ne? Also privat, so wie jetzt. Wie schön, wenn du das so sagst, dann kannst du es vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ja, also, ich gehe weg und gehe essen. Habe Freunde, gehe essen, gehe trinken, unterhalte mich mit denen, nehme an ihrem Leben teil. Fragen ja, sich natürlich. Viele. Ja. In Berlin. Ja. Der Privatmensch Schröder gibt keine Interviews. Habe ich jetzt schon viel gesagt, oder? Ja, das ist wirklich nein, du musst nicht drüber reden. Ich denke nur, dass es für viele, und natürlich interessiert das auch mich persönlich, wo du dein Herz aufwärmst. Dein Job ist ein harter und du bist sehr viel unterwegs. Du hast sicherlich ein paar Wurzeln jetzt in Berlin gefunden. Natürlich. Und dennoch, wo holst du deine emotionale Energie her? Ich muss sagen, dass ich da zwischen diesem beruflichen und dem privaten eigentlich gar nicht unterscheide. Ne? Also ich hole wahnsinnig viel Energie aus guten Live-Auftritten. Ne? Also wenn ich auf Tour bin und wenn das ein toller Abend ist, wenn ich das Programm, du willst es doch auch, spiele und es ist toll und es waren viele Leute da und es gab, die Leute haben gelacht, auch an den richtigen Stellen. Dann freue ich mich. Und dann bin ich, das ist eigentlich schon für mich ganz, ganz zentral. Mhm. Und natürlich gibt es dann im privaten Bereiche, wo ich dann sage, ich treffe mich mit Leuten, gehe abends weg oder so. Das ist auch sehr schön. Aber mit Leuten oder mit Freunden? Also wie nah lässt du Menschen an dich ran? Gibt es Menschen, die eine große Rolle in deinem Herzen spielen? Ja, natürlich.
Aber das sind ganz wenige. Mhm. Ne? Das sind ganz wenige. Also ich hatte nie so einen, großen Freundeskreis. Ne? Das habe ich auch nie gebraucht. Also ich hatte dann 2, 3 Leute, wo ich wirklich das Gefühl hatte, toll, das ist einfach schön. Und die gibt es, aber das war's dann auch. Also der Rest ist der Rest spielt sich natürlich im Beruflichen ab. Und es ist ja auch, ich meine, du wirst das kennen, wenn du so viel unterwegs bist, ne? Und wenn du permanent unter Leuten bist, ist es auch wahnsinnig schön, sich zurückzuziehen, ne? Und zu sagen, heute einfach mal Ruhe und 1, 2 Leute um mich rum, die mir wichtig sind. Weil das Leben besteht aus so viel Smalltalk und aus hier ein bisschen und da ein bisschen finde ich ganz toll. Und also, nix Facebook, ne? Nix Twittern. Ja, ich bin schon bei Facebook, ist ja klar, natürlich. Ah, aber ich twittere nicht. Nein, ich twittere nicht. Und die meisten Kollegen, die das tun, tun es auch nicht selbst. Glauben Sie das bitte nicht. Wenn Sie ein Follower sind bei Twitter, bitte glauben Sie nie, dass der Twitterer, den Sie aus dem Fernsehen kennen, selbst twittert. Es ist alles gelogen. Nein, aber es stimmt schon. Ich habe ein sehr, im Kern natürlich ein sehr ausgefülltes Privatleben. Und, und komme kaum zum Beruflichen und habe 45 Freunde. Ja. Total zum Abschluss für die ganze Welt. Dieses Parts des Gesprächs möchte ich nochmal Marilyn Monroe zitieren, die gesagt hat, Karriere ist etwas Wunderbares, aber in einer kalten Nacht kann man sich nicht an ihr wärmen. Das ist ein sehr schöner Satz. Den sehe ich vielleicht in 30 Jahren auch so. Okay, hast halt im Augenblick wahnsinnig hat viel sie noch, hat, sie noch, so hat sie schon gar nicht mehr gelebt. Sie hat das früher schon so gesehen wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist ein schöner Satz. Mhm. Ja. Darf ich den auch mal zitieren? Sehr gerne. Ja? Ich denke schon. Unter Angabe der Quelle Nina Ruge. Darf ich Marilyn Kommt Monroe drauf an, zitieren? Wie die Quelle dann. Wenn ich Marilyn Monroe zitiere, darf ich das nur im Zusammenhang. Das ist Teil des Vertrags. Ja, nix. Dein Seitensprung. Ja. Dreisat. Ein monatliches Satireprogramm, das hochaktuell produziert wird. Ja. Ich habe mich immer gefragt, wie du das in den Kopf kriegst, ob du einen Teleprompter hast. Und ich habe gemerkt, an ein paar Situationen, wo du da noch mal den Faden aber sehr elegant wieder geholt hast und dir überlegt hast, ich hatte mir das gedacht, jetzt kommt es. Ja, Moment, jetzt, aha, du hast keinen Teleprompter. Wie kriegst du diese 45 Minuten in den Kopf? Ja, das geht. Das wird man ja oft gefragt. Wie merkt man sich das, den Text zu wie schafft man es, sich den Text zu merken? Und es geht eigentlich ganz einfach. Es geht darum, den Text selbst zu schreiben. Ich schreibe meine Texte selbst. Dadurch habe ich von Anfang an einen Gedanken, den ich erzählen will, eine Idee, die ich erzählen will. Und dann baue ich das auf. Und dann ist es automatisch im Kopf drin, dadurch, dass ich selber schreibe. Ja? Und das geht relativ schnell. Dazu kommt ein, und dafür kann ich einfach nur dankbar sein, weil mir das in die Wiege gelegt worden ist, ein großes Talent, Texte schnell auswendig zu lernen. Also ich kann es auch. Brauchst du es anders? Es geht auch nicht anders. Mhm. Und dadurch kriege ich das sehr gut hin. Und dann weiß ich, dann merke ich mir im Grunde genommen A, B, C, D, so läuft der Gedanke. Und dann kann ich das. Und dann geht es relativ fehlerfrei. Ab und zu macht man natürlich mal einen kleinen Bogen oder so, lässt was aus und kommt nochmal zurück oder so. Das ist klar, dass bei so einem aktuellen Programm, das man da auswendig erzählt, den Leuten, dem Publikum erzählt, da geht es nicht anders. Aber das merkt dann der Profi. Aber das darf auch so sein. Ich habe das auch bei vielen Kollegen gemerkt, dass man eigentlich, dass die Leute, die ich selbst auch sehr schätze, Leute sind, die eigentlich einen Text schreiben, aber das ist mehr so ein Fundament. Mhm. Und in dem Moment, wo man da steht, in dem Moment, wo das Rotlicht an ist, erzählt man den Gag wahrscheinlich noch mal besser und noch mal lustiger. Weil dann zählt's und dann findet man erst die eigentliche Formulierung, die man so nie aufschreiben könnte. Du warst ein schüchternes Kind, das unbedingt sich testen wollte und auch Selbstbewusstsein dadurch entwickeln konnte. Und wenn man dich heute auf der Bühne sieht, live abends in dieser 45-Minuten-Sendung beispielsweise, dann erlebt man dich als sehr selbstbewusst. Es ist heute ein richtig stabiles Selbstbewusstsein. Da sind keine tönernen Füße mehr. Ja, es hat sich sicher, es ist sicher in mir vieles zu einer Mitte gekommen. Also ich bin nicht mehr ganz so extrem, wie ich dann früher war, wo ich mich wirklich entweder verabscheut habe oder großartig fand und so. Und sondern man findet dann ein Verhältnis zu dem, was man tut, zu der eigenen Leistung auch, zum eigenen Können. Ich glaube unterdessen zu wissen, was ich kann, und ich versuche auf der Bühne und im Fernsehen nichts zu tun, was ich nicht kann. Das ist ja immer schon wichtig. Es gibt da auch Leute, die denken, oh, das kann er nicht, lässt das lieber bleiben. Ich singe nicht so toll, also lasse ich's. Ich kann Texte schreiben und sie erzählen und lustig erzählen, glaube ich, also mache ich es. Ich glaube, dass ich insofern schon
in dem Sinne ein ganz gutes Selbstbewusstsein habe. Aber das ist natürlich nicht frei von Zweifel. Ne? Und wer das verlernt, hat, glaube ich, verloren. Ich glaube, das ist das Ende. Wenn man mit so einem Gefühl in die Welt geht, Kinder, ihr habt hier alle auf mich gewartet, ich sehe es euch an, ich komme gleich. Ne? Und ich glaube, das ist das Ende. Wenn man nur das Gefühl hat, ich bin Gott und alle anderen warten auf mich, das kann man partiell mal haben und das gehört auch dazu. Aber Erich Fried hat das ja sehr schön geschrieben mit den wunderbaren Satz, habe Angst vor dem, der dir sagt, er kennt keinen Zweifel, aber zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Gedanke ist fürs Leben, aber auch eine entscheidende Motivation, um weiterzukommen und nicht da stehen zu bleiben, wo man gerade ist. Wann lässt du Zweifel zu? Sicherlich nicht, wenn du auf der Bühne stehst, aber direkt danach? Ja, eigentlich kommen die schon in dem Moment oft, weil ich beobachte mich ja natürlich permanent. Ne? Also wenn ich irgendwo bin, wenn ich irgendwo auftrete oder auch eine Fernsehsendung mache, merke ich sofort, oh, der Gag saß nicht, den hast du schlecht formuliert, der war schon mal besser oder hat nicht funktioniert, du kannst und da nicht. Insofern kommt es sofort, ne? Also die Assoziation ist sofort da, aber man begräbt es dann wieder und irgendwann lässt man es dann zu, aber man darf natürlich den Zweifel in so einem Moment nicht allzu groß werden lassen. Ne? Sonst hat man verloren, sonst fällt man aus dem Gleis. Insofern ist es schon eher natürlich für Momente des Rückzugs. Und das ist schon, du sagst ja auch, gerade Kabarettisten, gerade Leute, die deinen Job machen, sind Einzelkämpfer, sind auch Egoisten. Ja. Es ist schon ziemlich einsam und ziemlich kalter Wind. Ja, ich weiß nicht, ob der Wind jetzt kalt ist, das würde ich so nicht sagen, weil im Kern ist es ja so, dass das Kabarettisten sich eigentlich nichts missgönnen können, weil es hat jeder sein Publikum, man nimmt sich ja nichts. Ne? Jeder hat sich sein Publikum am Ende erspielt. Ich meine, wer hat mehr Auftritte, wer kann wo mehr, was weiß ich, bei Ottis Schlachthof sein, Florian Schröder. Ja, aber das erlebe ich jetzt, das erlebe ich jetzt nicht so sehr so und so krass. Aber natürlich sind es Einzelkämpfer. Ich meine, man muss sich schon den Wahnsinn angucken, dass man sich mit einem Selbstverständnis hinstellt und sagt, ich fülle 2 Stunden eine Bühne und da sitzen Leute und die will ich unterhalten. Und das ist der Anspruch und das ist der Größenwahnsinn darin, der muss auch da sein und ist gut so. Aber natürlich ist man kein Ensemble-Player. Ne? Ich kann es ganz gut, weil ich das seit Jahren auch mache und weil es auch wichtig ist. Ich mache immer einen Jahresrückblick, wo wir zu zweit sind, weil ich das auch wichtig finde, dass man die Fähigkeit zum Dialog nicht verliert, ne? Auch auf einer Bühne, dass man eben auch mal im Ball hin und her spielen kann, das ist ganz entscheidend und nur immer im eigenen Sud köcheln ist auch langweilig. Wo willst du hin? Was hast du für eine Vision? Offensichtlich kommst du ja gar nicht von dieser strengen Vision, ich will unbedingt Kabarett machen, sondern ich will unbedingt in die Medien. Ich will eigentlich Show machen, ich will ins Fernsehen. Bleibst du jetzt auf der Schiene Kabarett und Parodie oder bist du da offen? Ich bin ja relativ offen, weil ich das auch gar nicht so unterscheide. Ne? Das ist die Frage unterstellt ja dieses Selbstverständnis, das es in Deutschland gibt. Ob du vielleicht mal Gottschalk beerben wolltest zum Beispiel. Wobei, nicht bei Wetten, dass. Weil, nein, so nicht. Das ist ja auch Quatsch. Wenn man dann so sich an Namen hochhängt, ist es ja Blödsinn. Ich finde aber diese Showkonzepte oder wie Wetten, dass finde ich hochspannend. Wobei, das ist ein Konzept, das hängt an Gottschalk. Das kann, glaube ich, gar niemand übernehmen. Gibst du, also große Show wäre was für dich? Finde ich schon toll, ja, weil ich einen Begriff von Unterhaltung habe. Ich finde, man kann Leute unterhalten, man kann Fernsehshows moderieren und dazu Gast sein und trotzdem kann man noch politisch-satirische Texte machen und sagen, ich finde, es gibt Dinge in dieser Gesellschaft oder in diesem Land, die gefallen mir nicht und darüber will ich was erzählen. Ne? Ich habe da einen sehr breiten Begriff von Unterhaltung. Ich finde nicht, dass das im Widerspruch steht, weil häufig hat man nur so das, oh, er ist politischer Kabarettist, also laden wir ihn ein, wenn Frau Merkel mal wieder gepupst hat. Ne? Aber das warum? Ich kann doch auch über andere Sachen reden. Ich finde Show hochattraktiv. Ich bin ein großer Fan von Unterhaltung. Ich sehe das gern. Ich möchte Menschen möglichst intelligent. Also du hast es jetzt ganz schön gesagt, ich möchte einfach, ich bin IMM, irgendwas mit Medien weitermachen. Ja, aber ich bin was bestimmt. Eigentlich wollte ich dich jetzt noch fragen, ob dir noch was zu deinem Glück fehlt. Leider fehlt mir die Zeit dazu. Ach. Das heißt, ich bitte dich jetzt nach dieser gefüllten halben Stunde etwas in unserem Gästebuch zu hinterlassen. Ja. Natürlich etwas Philosophisches. Etwas was dein Hintergrund erscheinen lässt. Etwas Philosophisches. Der aus der Tonne. Ja, aus der Tonne. Ich schreibe was Aktuelles. Soll ich einfach einen aktuellen Philosophen zitieren? Hauptsache philosophisch.
Und es hat was mit Florian Schröder zu tun. Wäre schon schön. Ja, weil wir jetzt so viel über meine Kindheit erzählt haben und über meine Jugend, möchte ich jetzt gerne reinschreiben einen Satz von Peter Sloterdijk. Mhm. Kennen wir. Weiß ich, war ja nicht unterstellt. Wenn dann hier, wo denn sonst? Genau. Sag mal, was du schreibst. Ich schreibe, wer leidet, ohne zu verhärten, wird verstehen. Wir haben verstanden. Vielen Dank. Zu heftig für den Schluss? Nee, nein, ne? Das ist ganz, ganz schön. Ja, ne? Es ist wunderschön als Ende dieser halben Stunde. Ich bedanke mich auch für deine Offenheit. Dankeschön. Merci. Liebe Zuschauer, danke auch für Ihre Aufmerksamkeit. Und natürlich wie immer dieser kleine Hinweis, wenn Sie noch etwas mehr erfahren wollen über Florian Schröder, über unsere Gäste bei Unter vier Augen unter bronline.de. Danke, schönen Abend und danke an dich. Dankeschön. Unterschreiben kannst du ruhig. Oh ja, das mache ich.